Meine Güte. Oh mein Gott. Das ist eine tolle Challenge. Oh mein Gott. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen War doch Easy Challenge. Mein Name ist Tarkoffel und ja, heute kommt dann endlich die Challenge, die schon öfters gewünscht wurde. Der Real Fio möchte mich unbedingt mit dem Controller spielen sehen. Das schon seit der ersten Challenge. Und deswegen habe ich mir heute mein Gamepad zur Hand genommen, das ich gerne benutze. Ich benutze es wirklich gerne in Rennspielen, in Sportspielen, in RPGs dann auch, aber nicht in Shootern. Ich habe eigentlich noch nie einen Shooter mit Gamepad gespielt und genau so sieht mein Gameplay danach aus. Das Ziel, ich muss eine Blutrünstig schaffen, egal wie. Das ist ganz gut, aber irgendwie habe ich nicht so den Glauben dran, dass ich es schaffen kann. Ich werde erstmal mit MP spielen und dann mal schauen, was wird. Zur Not habe ich noch eine Arschlochklasse, falls gar nichts geht. Ich hoffe jetzt nur, wir finden eine ordentliche Lobby und kriegen das Ganze sauber, die Bühne. Ich würde wirklich gerne heute nichts Ekelhaftes essen. Okay, wir suchen eine Lobby. Wir wollen blutrünstig und das möglichst schnell. Auf Carenton. OMG. Okay, gut, die Runde ist eh schon gelaufen. Wunderbar, dann snipe ich noch ein bisschen mit meinem coolen Controller. Wir werden schon gespawn-peaked und gespawn-raped. That's so nice. Oh mein Gott, diese Lobby wird der Hit. Mag solche Leute. Olga hat 4-7, ist der Letzte in seinem Team und schreibt easy. Hat eigentlich wahrscheinlich gar nicht zum Sieg beigetragen, aber easy. Oh Mann, das wird wieder so... Dann bekomme ich noch so eine verschwitzte Kacklobby. Passt nur zu mir. Das ist halt Gewöhnungssache. Und wenn man so lange ein Gamepad nur für FIFA und Need for Speed benutzt, aber nie einen Shooter damit spielt, dann... Ihr seht das ja, wie ich mich bewege. Und ich kriege das gar nicht hin, gleichzeitig da zu zielen, zu schießen, zu laufen. Weiter. Für euch wird das alles normal sein, wenn ihr auf Konsole spielt, aber für mich ist das hier die absolute Horror-Quest. Oh ne, das war schießen. Die hätte fast ihr Ziel getroffen, die Granate. Ah, immerhin zwei Hits. Ist das denn fucking Ernst? Kann ich nicht dagegen halten. Und der sitzt einfach nur da. Was ist mit den Lobbys los? Da haben wir natürlich so einen schwitzenden Hurensohn, der nichts Besseres zu tun hat, als unseren Spawn zu raiden. Meine Güte. Alter, blutrünstig wird so unmöglich. Vor allem mit dem Team. Das ist ja jetzt schon... Oh. Ich kann Spawn rapen. Oh mein Gott. Das ist eine tolle Challenge. Schlechte Noobs, die meinen, sie müssen mich farmen. Weil ich hier wie ein Querschnittsgelähmter spiele. Zeit für die Notfallklasse. Und oh mein Gott. Weißt du, und so einer macht eine Runde vorher easy. Hat jetzt schon wieder 2-0, weil er mit der Pumpgun und Feuer rumläuft. Jetzt passt mal auf, Junge. Ich zeige euch jetzt mal, wie geil Feuer ist. Denn für Feuer braucht man kein Aim. Komm her, Olga. Da ist er. Ab rein in die Olga. Wo ist sie hin? Mist, Olga. Ich weiß nicht, wie man springt. Headshot! Oh mein Gott, ich werde im Leben keine Blutrünstig machen. Vor allem, wenn ich nach jedem Dead diese vier Murmeln da reinladen muss und damit die ganze Runde versau. Den haben wir wieder. Deswegen habe ich so lange gewartet. Muss ja irgendwas für die Quote machen. Ich werde keine Blutrünstig schaffen. Ich muss jetzt irgendwo auf eine Position kommen, wo ich diese Hurensöhne abcampen kann und einfach nur 5 Kills mache. So. Kill. Weil man schon mal ein Doppelkill. Oh Mann, die Klasse, die ist echt ideal.
Wenn du nur einen Arm hast, spielst du Feuerpumpgun. Wenn du nichts kannst, spielst du Feuerpumpgun. Wow, Double Kill! Machen wir die Brandmuni hier rein. Du Hurensohn! Penner. Ah. Nö. Geh ich durch den Tunnel. Wow, ich hab getroffen. Ich bin verblüfft. So, jetzt fehlt mir viel zur Blutrünstig. Nein! Nein! Das war vielleicht die einzige Chance. Wie soll ich denn da eine Blutrünstig machen? Wenn mich sonst so ein Penner wegmacht. Wey, du bist so gut, Olga. Du bist so verkackt gut. Das ist der Wahnsinn. Ich hätte gerne Teachings by you. So, hier. Spawn Rape S-Mine. Lass mich aus dem Spawn raus. Das ist doch Wahnsinn. Was ich aber hier für ein Team habe. Guckt euch das mal an. 616. Hat er zwei Gamepads. Oh mein Gott. Laden wir die Munition nach. Wir laden nach. Ich will halt nichts Ekelhaftes essen. Ich hatte letzte Woche leichten Durchfall. Das möchte ich nicht wiederholen. Eigentlich. Der leckt gar nicht, der Olga. Willst du mich verarschen? Ich habe keine Zeit mehr jetzt zu warten. Nein, der Boden. Oh. Das waren doch vorhin 5 Kills. Ich verstehe es nicht. Ich bin Erster, 14, 16. Mit dem Pad. Controller wieder anschließen. Fuck you. Oh Mann. Oh, ich werde wahrscheinlich nicht eine einzige Challenge schaffen, ohne sie zu verkacken. Das gibt's doch gar nicht. Ich will einfach mal eine Challenge schaffen. Okay. Also mit Gamepad spielen kann ich nicht. Aber die Lobby war auch wirklich krebsig. Und hallo Annie. Mein Hund ist schon wieder da. Deswegen habe ich mir jetzt meinen Special Mix vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ich instant kotzen muss. Ja, da drauf ist Frischkäse, Ahornsirup, bisschen Zitronensäure und der obligatorische Klecks Ketchup. Also, ich will nicht. Wohl bekommt's. Oh mein fucking Gott, ist also. Irgendwie schmeckt's auch geil. Oh Mann. Okay, das war die Gamepad-Challenge. Ich weiß, dass ich mir auch in naher Zukunft keine Konsole zulegen werde. Zumindest nicht für Shooter. Und ich werde es auch nicht mehr mit Gamepad spielen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn ihr Mitleid mit ihr habt, lasst auch einen Daumen da und einen netten Kommentar. Und wenn ihr mir eine Challenge stellen wollt, dann stellt die in die Kommentare. Ich pick mir dann irgendwas raus und ja, das wär's dann. Bis zum nächsten Mal bei War doch easy. Und vielleicht schaffe ich die nächste Challenge dann wenigstens. Ich bin raus. Bis dann. Ciao.